Und heute machen wir einen wunderbaren Blätterteig-Mandelkuchen. Viel Spaß beim Anschauen! Servus, grüß dich, da bin ich wieder, der Wulschi. Herzlich willkommen heute einmal in meiner Backstube. Es ist einmal wieder Zeit geworden. Ja, und so für die Weihnachtsfeiertage, da bietet es sich ja auch an. Ihr seht, ich habe hier was vorbereitet. Ich werde heute aber keine Plätzchen machen. Die gibt es ja zuhauf. Ja, viele Kollegen und Kolleginnen machen Plätzchen, wunderbare Teile. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt heute mal einen Kuchen. Und zwar einen ganz speziellen Kuchen. Nämlich, wie ihr es im Vorspann schon gesehen habt, einen Blätterteig-Mandelkuchen. Mir ist dieses Rezept wieder eingefallen, als ich die gebrannten Mandeln gemacht habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige euch das, wie ich das mache für die Feiertage. Na, sage ich jetzt, fangen wir einfach an. Viel Spaß beim Zuschauen. Auf geht's, backen wir's. Wir brauchen 100 Milliliter Milch, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm gehackte Mandeln, dann benötigen wir 100 Gramm Rohmarzipan. Die habe ich klein gewürfelt, damit sie sich später für die Füllung leichter auflösen. Dann benötigen wir noch ein halbes Päckchen Vanillezucker, die Zesten einer halben Orange oder man kann auch mehr reingeben, je nachdem wie man es mag. Dann benötigen wir noch 1 bis 2 Esslöffel Grieß, also kein Hartweizengrieß, sondern den weichen. Und ein Stamperl Rum, also 2 Cl. Der ist optional, den könnt ihr reintun, müsst ihr nicht. Und zuletzt brauchen wir dann noch ein Ei. Und was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, wir benötigen noch Zimt. Den Zimt, den macht ihr nach eurem eigenen Belieben. Ja, und einen Blätterteig braucht man noch. Und wie immer verwende ich da einen fertigen Blätterteig, weil ich mache mir die Arbeit von einem Blätterteig selber machen nicht. Zuerst geben wir die Milch in den Topf. Oder die Kasserolle, den Zucker, den Vanillezucker und das lassen wir jetzt schön langsam warm werden. Jetzt, wenn ich merke, dass die Milch schon warm wird, gebe ich das Marzipan dazu. Da müssen wir natürlich jetzt schauen, dass sich der Marzipan auflöst. Das kann ein paar Minuten dauern. Als kleiner Hinweis, lasst es bitte nicht bei voller Hitze, also bei höchster Stufe, auflösen. Es kann sein, dass euch die Milch sonst anbrennt und dann ist nicht gut. Und was ich vorhin vergessen habe noch zu erwähnen, wir brauchen noch ein Stück Butter, das sind ungefähr so 30 Gramm. Wenn ihr merkt, seht ihr, dass sich das Marzipan schon gut auflöst. Da kann man dann jetzt den Rum dazugeben. Das Marzipan hat sich aufgelöst. Jetzt kommen die Mandeln dazu. Normalerweise nehme ich feinere, habe aber keine mehr erwischt. Jetzt hoffe ich, dass es mit diesen grob gehackten auch geht. Der Zimt. Also die Flüssigkeit, die muss jetzt verdampfen. Das soll jetzt eine zähflüssige Masse werden. Dafür gebe ich jetzt die Hälfte meines Grießes dazu, weil auch er beiträgt, dass die Masse etwas dicker wird. Das ist noch viel zu dünn. Ich gebe noch ein bisschen Grieß dazu. Es soll richtig schön zäh sein.
Ja, das ist noch ein bisschen, müssen wir noch Geduld haben. In dem Zug möchte ich sagen, ihr könnt auch gern andere Nüsse verwenden, wenn ihr keine Mandeln mögt. Walnüsse, Haselnüsse, whatever. So, jetzt wird's schön langsam, seht ihr's? Gut, so gefällt mir das. Ich schalte die Platte aus. Und zu guter Letzt kommen jetzt die Orangenzesten noch dazu. Fein. Oh, ein Aroma. Die Orangen, der Zimt. Oh, herrlich. Vom Rum riecht man nichts mehr. So, so darf das sein. So sollte es sein. Das kommt jetzt von der heißen Platte weg. Und das lassen wir jetzt noch mehr abkühlen. Und während des Abkühlprozesses wird es auch noch mal fester. Und genau das ist das, was ich will. Nun gut, jetzt kommen wir zum Vorbereiten des Blätterteiges. Dafür brauchen wir 2 Stück. Dann nehmen wir uns eine Springform oder ein etwas kleinerer Topfdeckel. Vielleicht habt ihr auch eine kleinere Springform. Aber das ist das Prinzip. Na, komm runter. Schaut her. Das Überschüssige tun wir runter. Und ich denke, es versteht sich von selbst, dass wir das nicht wegschmeißen. Da machen wir uns schöne Apfeltaschen draus. Oder Croissants. Schinken-Käse-Croissant. Jawohl, feine Sache. Gut. Ja, und weil ich ein kleines Cleverle bin, habe ich den schon einmal vorbereitet. Jetzt benötigen wir uns die Füllung. Ihr seht, die ist schon richtig gut fest. Und die geben wir uns in die Mitte unseres Kuchens. Bitte aufpassen. Nicht nach außen an den Rand. Ein herrlicher Duft geht hier weg, ich schwör's euch. Wir können es etwas abflachen. So, die Füllung schmeckt sensationell gut. Jetzt brauchen wir ein verquirltes Ei. Das wird unser Kleber und das geben wir jetzt ganz vorsichtig da außen auf den Teig drauf, gell? So, gut so. Und jetzt nehmen wir die zweite Scheibe, Teigscheibe, und legen sie hier darüber. Leicht andrücken. So, und jetzt gehen wir her, schaut's her, und schlagen hier den Teig außen so ein. Immer übereinander schlagen. Ich hoffe, ihr seht es richtig. Da kann man ruhig ein bisschen fester hindrücken. Das schadet nichts. Hauptsache ist, sie ist schön verschlossen. Schaut das nicht schön aus, hä? Jetzt werden wir das auch noch einpinseln. So darf das ruhig sein. Wunderbar. So, und jetzt ist ja das geschlossen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unseren Kamin bauen. Weil wenn wir das jetzt so lassen und ich gebe es rein, steigt ja die Feuchtigkeit der Füllung nach oben, bläht den Teig auf und es wird dann nicht mehr gut. Deswegen machen wir uns einen kleinen Kamin. Wir machen hier oben ein kleines Kreuz. Und biegen das einfach ein bisschen so nach hinten. Genau so. So. Gell? Fein.
Und jetzt, liebe Freunde, kommt unser Kuchen bei 210 Grad für 10 Minuten in den Ofen. Danach werde ich die Temperatur runterdrehen auf 180 Grad und da wird er dann nochmal gebacken, so für 15 bis 20 Minuten. Muss man beobachten. Tja, und ich werde jetzt ein paar Croissants machen. Schinkenkäse-Croissants, ich liebe es. So, jetzt. Hoho, schaut der gut aus. Ohoho, schaut der lecker aus. Oh, das riecht. Liebe Freunde, den lasse ich jetzt auskühlen. Und wenn er ausgekühlt ist, dann werden wir ihn anschneiden. So, jetzt ist es soweit. Schneiden wir ihn einfach mal an. Ich freue mich. Er ist genau so geworden, wie ich es immer habe. Genau so. Und dann, schaut's her. Schön, gell? Wie Marzipan. Ich sag's euch gleich. Wie ich es am Anfang schon, Entschuldigung, wie ich es am Anfang schon vermutet hatte, die fein gehackten Mandeln, die sind besser. Die groben Stückchen, man kann sie gut essen, aber naja. Aber ansonsten ein wunderbares Rezept, das ich euch nur empfehlen kann zum Nachmachen. Vorausgesetzt ist, man mag Marzipan. Und so ist es eine Sensation. Liebe, liebe Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, seid bei mir so kurz vor Weihnachten. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns recht, recht bald wieder. Ich sage vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, schreibt mir einen netten Kommentar, abonniert den Kanal. Ich hoffe, ihr unterstützt ihn damit. Und in dem Sinne sage ich, für euch, bis zum nächsten Mal, der Wolfi. Servus. Kaffee. Lecker.